Wir fokussieren uns jetzt auf eine Dehnungsübung für den gesamten Körper, besonders die hintere Seite vom Körper. Wir sitzen heutzutage viel zu viel, gehen auch kaum barfuß und die Muskulatur im hinteren Bereich, von den Fersen bis zum Nacken hinauf, ist auch oft verspannt oder verkürzt. Diese Dehnung können wir jederzeit des Tages machen, in der Früh, auch vor dem Training oder auch nach dem Training. Wir stellen uns vor dem Tisch, öffnen die Beine hüftbreit oder breit als hüftbreit, legen unsere Handflächen am Tisch, gehen mit der Wirbelsäule hinunter, strecken unsere Sitzhöcke, unsere Hüften weit nach hinten in den Raum und dabei drücken wir auch mit den Fingern, mit den Handflächen weit nach vorne den Tisch. Wir können hier bleiben oder abwechselnd ein Knie beugen, rechts und links. Dabei mit derselben Seite Handfläche in den Tisch drücken, so wie eine Katze, die sich streckt und reckt mit den Händen, mit den Pfoten. Dasselbe gilt hier. Ein Sitzhocker ganz weit zurückstrecken in den Raum und auch durch die Fingerspitzen verlängern. Auch hier können wir beide Knie beugen und strecken, den Rücken rund machen, beugen, einatmen, Blick nach vorne, ausatmen, runder Rücken, einatmen, Blick nach vorne, ausatmen. Wir achten nur dabei, dass die Füße nicht so weit hinten sind, auch nicht so weit vorne. Wir wollen unsere Füße genau unter unseren Hüften, dass wir die Dehnung spüren von der gesamten hinteren Länge, von den Füßen bis zum Nacken hinauf. Und langsam zurückkommen und aufstehen.